Das sind wir auch wieder bei Final Fantasy 7 Rebirth. So, ich war jetzt zwischenzeitlich im Essen und Kaffee trinken. Wir können weitermachen. Oh Mann, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, das Gemecker. Aber irgendwie ist es nicht mal das, was es war. Also, es ist halt Geschmackssache, ne? Aber wir müssen trotzdem erstmal gucken, dass wir irgendwie zu dem Turm hinkommen. Ja. Ist hier oben nicht irgendwie eine Absprungschance, Dingsums? Nee, ne? Nicht wirklich. Ich meine, gut, das sieht ja jeder anders, ne? Aber ich spiele ein RPG in der ersten Linie wegen der Story. Ich meine, gut, da könnte man jetzt auch jedes andere Story geben nehmen. Aber was für mich RPGs halt so besonders macht, ist, dass es meistens um die Story von mehreren Charakteren geht. Was bei anderen Story-Games ja eher nicht so ist. Da geht es meistens um eine bestimmte Person. Was ist das hier? Verschlossen, okay. Okay, okay. Aber mir kommt es im Moment so ein bisschen vor, wie... Ja, wie soll ich das am besten beschreiben? Das ist echt schwer zu sagen. Also sozusagen 10 Minuten, 15 Minuten Story, 4 Stunden Open-World-Aufgaben erledigen. Wieder 10, 15 Minuten, mit Glück mal 30 Minuten Story, wieder 4 Stunden Open-World-Aufgaben. Das Problem ist, bei mir ist es halt so, das sieht ja jeder anders. Eigentlich machen solche ganzen Nebenaufgaben eigentlich keinen Spaß. Das ist halt die typische Ubisoft-Formel, ne? Und die ist sowas von ausgelutscht. Aber bei mir ist das halt so, ich habe dafür bezahlt und ich mache das mit, egal ob das Spaß macht oder nicht. Obwohl das eigentlich absolut unmotivierend ist, wenn wir da mal ganz ehrlich sind. So, das ist der Flugparcours. Aber anders kommen wir da auch gar nicht hin. Probieren wir es nochmal. Ich hätte es gern gehabt wie im Remake. Zwischendurch mal so 10 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde sind die Aufgaben erledigt, dann geht die Story weiter. Es ist Geschmackssache, ja. Das will ich auch gar nicht abstreiten. Das sieht ja wirklich jeder anders. Aber ich hätte gerne weniger Open World gehabt. Ah, das haben wir schon versucht hier. Ja, das wird nix. Obwohl da drin eine Titane ist. Titan. Eine S-Bahn meine ich. Er lässt mich da nicht rauf. Jetzt war wohl die Sagen. Ja, das hier hatten wir doch schon. Da brauche ich gar nicht weiter gucken. Obwohl ich eigentlich gar nichts gegen die Open World habe. Das ist auch blöd ausgedrückt. Eigentlich überhaupt nicht. Ich mag die Open World. Die ist schön und so. Aber... Ja, wie soll ich das sagen? Es ist halt immer das Gleiche, ne? Da komm ich nicht hin. Nein. Man macht halt die Mokris, dann macht man gefühlt jetzt zum 18. Mal eine Eule hinterherrennen. Immer wieder das Gleiche, die ganzen Kämpfe mit ihren Extra-Aufgaben. So, warte mal, wenn ich von hier auf die andere Seite rübergehe. Hier müsste man noch wieder hochgeschwebt kommen, oder? Geidert und dann darauf? Nee. Kommen wir auch nicht hoch genug. Ne, da komme ich nicht rauf. Das kannst du knicken. Also, wie kommen wir da auf den Turm? Tja, auf jeden Fall hier rumfliegen können wir knicken. Da oben liegt zwar was, das hilft mir aber, glaube ich, auch nicht wirklich. Obwohl das schon fast so aussieht, jetzt könnte man da raufklettern, ne? Aber auch nur fast. Glauben tue ich es nicht. Probieren wir aber mal. Gehen wir runter. Nee. Das kannst du knicken. Vielleicht mit dem Sugarbo rauffliegen. Ich
meine, die ersten zwei, drei Gebiete war es dann auch lustig, aber mittlerweile... Ich weiß nicht. Da würde mir eure Meinung mal zu interessieren. Es wird mir mittlerweile zu eintönig. Es herrscht einfach zu wenig Abwechslung. Na, sind wir wieder hier? Obwohl die Story ja wirklich gut gemacht ist bis jetzt. Ich bin zwar nicht hundertprozentig durchgestiegen, das liegt wahrscheinlich daran, da ich das Originalspiel nicht kenne. Hier in das Loch kommen wir nicht rein. Aber trotzdem gefällt es mir sehr, sehr gut. Ich habe keine Ahnung, wie ich zu dem Turm hinkommen soll. Ich sehe aber auch keinen Weg hier. Das ist was zu groß. Ich komme da nicht rüber. Ich meine, ich kann mich ja mal hier hinpumpen. Vielleicht können wir hier rumlaufen. Man kann es ja probieren. Aber ich glaube es nicht. Da waren wir ja schon. Ich habe nicht gesehen, dass da irgendwas weitergeht. Nee, das sehe ich ja so schon. Das ist nämlich da Ubin. Ja, ja. Hier kommen wir definitiv nicht weiter. Oder? Nö. Na, willst du wohl mal aufsammeln hier? Danke. So, und was ist das da drin? Wahrscheinlich auch nur wieder irgendein Loch. Ja, ja, ja. Hier, und von hier glaube ich aber auch nicht. Ich meine, probieren kann man's. Ich finde gerade den Weg zu dem Turm nicht. So. Bringt mir aber, glaube ich, auch nicht allzu viel. Der ist mich immer noch da oben. Und sind wir wieder hier? Ja, ja. Ich habe keine Ahnung. Klar, da hochklettern, aber das haben wir gemacht. Da oben, das ist hier das Schatzversteck. Ich meine, ich könnte von hier vielleicht ins Schatzversteck kommen, aber nicht drauf. Es muss am Weg da hochgehen. Kannst du mir doch erzählen, was du willst? Ich meine, wir haben die Dinger da ja. Flap, 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 flap. Aber ich glaube, die werden mir auch nicht viel helfen. Wieso ist denn der jetzt Also manchmal die Steuerung manchmal. Ehrlich, ich habe nicht eine Taste gedrückt. Warum der jetzt gerade im Sturzflug nach unten ist, ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade nicht eine einzige Taste gedrückt. Na, oh doch, Glück gehabt. So, aber ob mir das was bringt, den Weg sind wir ja schon mal gegangen. Wir kommen hier viel zu weit weg vom Turm. Der Turm muss da drüben irgendwo sein, ja. Abgesehen davon, dass ich hier auch gar nicht starten kann, oder? Nein. Die Richtung, ja, aber das bringt mir auch nichts. Ne, hier waren wir schon, denn hier kommen wir nicht zum Turm. Das ist der Flugparcours hier.
Achso. Tom ist genau hier hinter dem Berg, aber ich glaube, hier kommen wir nicht rum, ne? Da ist er. Gut. Guck mal, da oben ist auch eins von diesen Bahamut-Dingern. Da kommen wir auch nicht runter. Den kann ich nicht nehmen. Dann kommen wir auf die andere Seite. Da oben ist der Mukri. Den hier kann ich auch nicht nehmen. Das ist nämlich die falsche Seite. Ich sehe aber auch nichts zum Hochklettern, wenn ich ehrlich bin. Steig mal kurz ab, mein Freund. Vielleicht kommen wir ja so runter, glaube ich aber nicht. Ja, auf die andere Seite, da bringt mir ja gar nichts. Ne, das hatten wir schon. Die. Hier komme ich auch nicht runter. Und hier kommen wir. Da wird es wieder weitergehen. Das ist auch der einzige Weg, der hier weiterführt. Ich meine, die wird von da oben vielleicht. Da, wo der Mukri ist, kommen wir da so rüber? Müsste es ja rechts von mir sein. Also hier irgendwo. Hier ist es. Nee, da komme ich nie zum Turm. Aber von denen würde ich da oben raufkommen. Müssen wir vom Mukri aus nicht da. Ich port mich mal zum Mukri hin. Ich meine, vielleicht täusche ich mich, aber müssen wir da nicht oben auf diese Steinbrücke kommen? So, wurde mal, wo ist sie? Naja, kommen wir auch nicht hoch, ne? Ich habe gehofft, man kann hier vielleicht hochklettern. Sieht aber nicht danach aus, aber mal abwarten. Memme. Die Haltestelle haben wir. Zu. Ich sage, bitte nicht. Hier, wo zu ist, kommt man dahin. Sieht mich verdammt danach aus. Okay. Ich muss auf diese Steinbrücke rauf. Klettern ist ja aber auch nichts unmöglich. Mäh, das kannst du knicken. Ja. Obwohl. Okay. Weil da kommt man auch nicht. Keine Ahnung, wie man da jetzt hinkommen soll. Der hilft mir jetzt wenig. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut geht, aber probieren kann man es ja mal. Ne? Ich glaube, den kriege ich nicht zu fassen. Schön wär's, aber ich glaube es nicht. Na, aber zumindest sind wir schon mal höher, als wir jemals waren. Na? Boah. Können wir mit Sicherheit raufklettern. Vom Mukri aus. Alter, auf die Idee muss er erstmal kommen. Der Mukri ist einen Kilometer weg. Junge. Geh doch mal vom Schokobo runter hier. So. So, den jetzt hier hoch. Na gut, Hauptsache, wir haben es geschafft.
auf die Idee muss man erstmal kommen. Man sucht doch zumindest ich immer in der Nähe. So, ich stecke rein. Bevor ich hier noch irgendwo einen falschen Schritt mache, wir wieder ganz woanders sind. Das ist wieder doof. Aber ich will wissen, wie es mit Red weitergeht. Oh, hier ist ein bisschen was. Oh, das ist halt mein innerer Schweinehund. Ne? Man muss alles machen. Man eigentlich genau weiß, es ist Blödsinn, aber man muss es trotzdem machen. So, wir werden auf jeden Fall hier hingehen. So, hau mal den kaputt. Ja, Shetley. Es gibt einige Legenden im Tal. Sie besagen, dass sich der verletzte Gott der Zerstörung in grauer Vorzeit nach einem heftigen Kampf hierher zurückzog. Seine karminrote Färbung erklärt sich dadurch, dass er für undenkbar lange Zeit unter dem Schutz dieser Gegend stand. Er ist hier durchgeflogen? Ja. Hier? Hier, ja. Okay, dann bin ich nur gespannt. Aber trotzdem, ich will wirklich die Story wissen. Also die interessiert mich hauptsächlich. Die Umwelt bremst so in etwa aus. Die. Kreisdreieck XX, Kreisdreieck XX. Oh Mann. Okay, kriegen wir aber hin. Hoffe ich. Kreisdreieck, XX, Kreisdreieck, XX, was? Ich hab doch richtig gedrückt. Ich hab zu spät gedrückt. Okay. Das war schwer abzuschätzen. So, nochmal. Kreisdreieck, XX. Das ist echt schwer abzuschätzen. Ah, fast richtig, ne? Weißt du schon. Okay, dann mal nochmal. Kreisdreieck, XX, Kreuzdreieck, XX. Nein! Oh! Ich hätte es fast gehabt. Ist nur eine Frage von Stunden. Kreisdreieck, XX, Kreuzdreieck. Nein! Wieso? Ich hab doch gedrückt! Lass mich schnippig gleich auf den Tasten. Also jetzt nochmal. Kreisdreieck, XX, Kreuzdreieck, XX. Jetzt! Mensch! Ja, Mann, ich bin ein alter Mann, so schnell bin ich nicht mit meinem Fingerchen auf den Tasten. Neo-Bahamut. Siehst du mal, den zweiten haben wir auch. Shetley. Sehr beeindruckend. Es wirkte für mich, als würden du und der Kristall miteinander kommunizieren. Jo, du wiederholst dich, Shetley. Aber gut, danke. So, wir haben auf jeden Fall hier oben noch mehr. Ja, ja. Hier haben wir noch eine Analyse. Hier haben wir noch ein Kämpfchen. Ich pop mich mal zu dem Turm hier. Ich bin nur froh, dass man zumindest zu den Türmen, wenn man sie einmal erkundet hat, porten kann. Ihr stellt euch mal vor. Gut, hier kommen wir sogar nicht hin, wa? Ne. Stellt euch mal vor, wir müssen zu den Türmen. Ja, da ist die Eule. Da komme ich ja nicht rüber, oder? Wahrscheinlich hier durch, warte mal. Weil, stellt euch mal vor, man müsste trotzdem überall hinlaufen. Boah, das wäre übel. Das wäre sehr, sehr übel. Ich glaube, den hätte selbst ich das Spiel schon an die Wand geklatscht. Ja, also gut. Hoffentlich manchmal mega, gebe ich zu, aber trotzdem gebe ich so schnell nicht auf. Nein, nein. Aber davon haben wir jetzt auch schon, glaube ich, gefühlt 18 Stück oder so.
Tidi. Okay, hier gibt's also noch zwei. Ja, schon ruhig bleiben. Ach, ich wollte ganz ruhig bleiben, Shelley. Cloud! Ich habe die Daten der Lebensquelle analysiert. Auf diese Weise konnte ich einen neuen Synthesechip orten. Er scheint unter Ruinen in den Bergen begraben zu sein. Diese Relikte der Vergangenheit werden auch heute noch erforscht. Man vermutet, dass sie vom alten Volk oder vergleichbaren Kulturen stammen. Es schadet sicher nicht, wenn du sie dir bei deiner Suche nach dem Synthesechip genauer ansiehst. Ausgrabung 2. Ruinen in den Bergen. Na, wo ist es? Da sind wir doch. Zumindest fast auf die Core-DBD. Oder auch nicht? Ne, hier unten ist das. Gut, da sind wir nicht. Aber doch, wir sind hier. Hier ist unser Turm. Ich will aber einmal kurz zu dem Kampf da oben hin. Wenn wir hinkommen, heißt das. Bevor wir zu den Ruinen gehen. Der Kampf ist dann doch irgendwo. Hier wird man ja wohl irgendwie durchkommen. Jetzt bin ich da aus Versehen reingelatscht. Ah, naja. Dann mach ich erstmal das. Ich wollte eine jetzt in dem Kampf. Oben. Okay. Schön. Gunst des Planeten synthetisieren. Das ist auch schon mal schön. Ach, wir müssen erstmal runter. So, jetzt nochmal. Da drinnen also. BBB, so. Der so, erstmal rein, mein Freund. So, jetzt du nochmal. Na, findest nix? Oh, wer hätte es gedacht? Was ich ja schon so als Kritik häufig gelesen habe, dass die Schokobo-Steuerung ziemlich ungenau ist. Na gut. Es kommt doch an, was man mit dem Schokobo macht. Ich finde hier so beim Suchen merkt man die Ungenauigkeit schon, beim normalen Laufen eher nicht so. Aber ich finde beim Fliegen merkt man das. Also das ist wirklich sehr ungenau. Das macht halt auch das... Die Aufgabe ist so schwer, mit durch die Ringe fliegen. Ja. So. Aber gut. Ich glaube, das ist auch schwierig genauer hinzukriegen. Sagen wir mal so. Das ist kein Kritikpunkt von mir. Aber ich habe schon ein paar Mal gelesen. Okay, Rüstungsmodifikation. Und was hätten wir denn noch? Auf jeden Fall wieder unten. Noch weiter runter. Okay. So, such nochmal, mein Freund. Da. So. Zumindest, wenn man einmal rennt. Denn rennt er gerne mal am Ziel vorbei. Okay, Schutzbeat. Aber gut, ist ja auch eine Aufgabe. Schön, das hätten wir auch. Aber das macht man ja auch alles für die Materie, ne? So, hier brauchen wir gar nicht hinporten. Da kommen wir so nicht hin. Wir müssen von hier aus irgendwie hinkommen. Weil die Schokobo-Haltestelle ist nämlich unten. Aber ob wir hier hochkommen, ist auch noch so eine Frage. Müssen wir gucken. Wahrscheinlich geht's da lang. Dadurch wahrscheinlich. Oder hier lang. Beides möglich. Ja. Die da? Die da. Okay. Hier biegt doch gleich was Gruseliges um die Ecke. Okay, Sie Standard. Die Golem-Spezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Genau genommen ist der Golem eigentlich kein Lebewesen.
Er ist eine willenlose Turmfigur, die durch den Lebensstrom bewegt wird. Es wird angenommen, dass die Golems vor langer Zeit vom alten Volk erschaffen wurden. Aus welchen Gründen man sie ausgerechnet an diesem Ort zurückgelassen hat, kann bis heute aber niemand genau sagen. Nach dem Verlust ihrer Schöpfer hat sich über die Jahre sehr viel Störstrahlung aus dem Lebensstrom in ihren Körpern angesammelt, wodurch sie ein erratisches Verhalten an den Tag legen. Immer wieder kommt es zu Angriffen auf Siedlungen. Diese Gefahr muss unbedingt ausgemerzt werden. Und halt Standard. Schockanfälle, Schocken innerhalb des Zeitlimits. Gut, gut. Ihr macht das großartig! Das wird ausgeteilt! Dafür müssen wir natürlich einmal analysieren. Die Cetra erschufen diesen Humanoiden einst aus den seltenen Erzen trockener Landschaften. Er kann sich besser zur Wehr setzen und ist in der Lage, im Erdboden sowie in Gesteinen Explosionen auszulösen. Wenn er angreift oder Schaden erleidet, schwindet seine Energie. Ist sie vollkommen aufgebraucht, wird er schockanfällig. Und ansonsten Wind. Ja! Okay. Bin ich jetzt drin? Der ist gefecht! Mensch, der quetscht aber ganz schön rum auf Cloud. Dann nehmen wir erstmal den Schutz der Magiekreis. Oh, der Planet ist... So, dann mal ein bisschen Aeroga. So, probieren wir mal ein bisschen mit Schockschuss. Hab was für dich! Wie schmeckt dir das? Ricky! Anscheinend verliert er keine Energie, warum auch immer. Da geht noch was! Okay, probieren wir mal die maximale Wut. Spann die Schirme auf, jetzt hagelt's Blei. Da stand doch einfach nur, wenn er angreift oder Schaden erleidet, schwindet seine Energie. Ist die vollkommen aufgehoben? Ja, aber er braucht doch auch keine Energie. Das tut er! Mein Bastard! Wie schmeckt dir das? Auf die Zwölf! Jetzt. Okay. Schön. Den maximale Wut. Ich löcher dich wie ein Sieb. Auf die Zwölf. Vergiss es. Schön. Okay, den müssen wir jetzt nur noch platt kriegen. Cloud, Mutangriff. Und tschüss. Eris. Kann gerade Gornex. Gut, wir könnten Synchro einsetzen, aber wir nehmen jetzt erstmal Birret, maximale Wut. Schön alle Kugeln. Geht doch. Schön. Erfolgreich abgeschlossen. Kann es sein, dass der Kampf etwas zu leicht war? Geht, ne? Geht. Ich habe mich zwischenzeitlich leicht gefragt, wie ich ihn in den Schock kriege, aber es hat geklappt. Gut, das hätten wir auch. Der sitzt schon wieder drauf, aber egal. Jetzt haben wir hier sowieso erstmal alles abgefrischt. Hier haben wir noch einen Kampf und dann haben wir hier halt noch Türme. Da geht es dann sowieso erstmal Richtung Story weiter. Und ob ich das wirklich machen soll, eigentlich will ich es schon machen, aber... Irgendwie habe ich da so eine Abneigung gegen. Ich kann nicht erklären, warum. Kommt mal hier hin, vielleicht können wir darüber fliegen. Gucken wir mal. Ich weiß, ich habe mich schon über die Pilze aufgeregt im Dschungel, aber da finde ich das hier noch schlimmer, ehrlich gesagt. Es sieht nicht so aus, dass ich hier so dahin komme, wo ich hin will, aber... Ende. Wohl, der Kampf muss da irgendwo sein. Nee. Und zwar hier oben irgendwo. Könnte aber auch unten sein. Hier komme ich... Ja, gute Frage. Darüber oder wo kommen wir da hin? Ich probiere es einfach mal.
Hat es eine Flugroute hier? Gut, jetzt sind wir hier. Von hier würde ich hier wahrscheinlich... Hier kommen wir zum Schatzversteck, kann sein? Oder sind wir hier nicht schon mal gewesen? Mein gut, das Schatzversteck, ja, wir würden von hier dahin kommen mit Glück. Aber das Schatzversteck ist mir im Moment eigentlich so ziemlich egal, aber ich glaube auch nicht, dass ich von hier wirklich... Was ist denn das für ein Turm da vorne? Den haben wir doch, oder? Nee, wir haben in der Richtung keinen Turm. Es ist der da, ne? So, warte mal. Eins nach dem anderen. Hier geht es einmal lang. Es geht aber auch hier lang. Hier kommen wir zum Kampf rüber, ne? Glaube ich. Bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Wir sind hier einmal im Kreis geflogen, aber... So, warte mal. Diese Richtung, der Kampf wäre da. Aber die Ballons gehen allerdings daran. Also entweder ist der Kampf da oben drauf oder hier unten. Ist halt schwer zu sagen. Und da hinten ist der Turm. Ah gut, ich gehe jetzt nochmal hier lang. Oben drauf glaube ich nicht. So hoch kommen wir nicht. Ist der da, ne? Ja. Ich empfange Signale eines außergewöhnlichen Organismus. Seltene Dornenwurz-Spezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Da der Dornenwurz weder sehen noch hören kann, nimmt er anhand von Bodenerschütterungen Feinde in der Umgebung wahr. Diese greift er dann gezielt mit seinen frei beweglichen Ranken an. Da die Ranken sehr flexibel und widerstandsfähig sind, werden sie seit jeher als Material im Fachhandwerk geschätzt. Die von seltenen Exemplaren sind sogar feuerfest. Nicht umsonst heißt es, gibt's wohl einen Brand? Nimm Dornenwurzranken zur Hand. Wir sollten auf jeden Fall untersuchen, ob das Pflanzenungeheuer nicht noch weitere außergewöhnliche Merkmale besitzt. Okay, Mai. Und wieder schockanfällig, schocken, Zeitlimit. Ich liebe mich nicht. Also analysiere natürlich. Der Mama? Kann nicht schaden. Auf jeden Fall Frust. Nutze die momentanen Schwächen dieses Donning-Gesellen aus, um ihn schockanfällig zu machen. Im entflammten Zustand setzt er Konterattacken ein. Entflammung kann durch Ausnutzen der momentanen Schwächen wieder aufgehoben werden. Das tut man. Also Frost. Ey, immer mit der Ruhe. Klaus, nun lass dich untreff doch mal und hau dich immer daneben. So, jetzt. Oh nein. Ich hab vergessen, dass wir keine Mana-Punkte mehr haben. Das war erst die Aufwärmrunde. Kann noch mehr Frost? Klaut immer Eris nicht, das weiß ich. Bäre. Nein. Nein. So kriege ich ihn doch nicht im Schockzustand. Wird das nichts? Was da los? Überlass das mir! Flieg! Junge. Okay. Können wir ja nicht ändern? Blitzschlag! Verwillt? Gut, das ist mein Ding. Leider ist die Mission noch nicht ganz abgeschlossen. Damit geben wir uns aber nicht zufrieden. Habe ich recht? Ja, weiß ich mal, dass schockanfällig fehlt. Dafür brauche ich Frost, was ich nicht einsetzen konnte. Chatley. Ich ebenfalls Verlass klaut. Die gesammelten Daten der besiegten Kreaturen können wir im Kampfsimulator verwenden, um... Ich habe eine Kampfsimulation daraus erstellt. Es ist zwar richtig, dass du dabei geholfen hast, Mai. Erstellt wurde sie allerdings von mir. Steht jedenfalls nun zur Verfügung. Jo, danke, Shetley. So, aber einen Moment.
Naja. Kann ich mich hier hinporten? Ja. Dann porten wir einmal kurz hier hin. Ich muss einmal kurz auf eine Bank. Nützt alles nichts. Das war jetzt natürlich, ja. Ich habe aber beim letzten Mal ja schon leer die Mana-Punkte. Ich habe vergessen. Kann ja mal vorkommen, ne? Ja, je. Schön, aber gut. Wir waren da. Das heißt, wir können uns wieder hinporten. Den mach einmal. So, den können wir jetzt einmal wiederholen. Wir müssen sie ja nur schockanfällig machen. Der Rest ist Wurst, den Rest haben wir. Mai halt die Sabbel. Mai hält nicht den Sabbel. Lästig. So, Eis. Jetzt oder nie. So, jetzt haben wir alles. Jetzt können wir sie planen. Es wird jetzt. Keinen kommen. Ziemlich schwach. Okay. Immerhin hat den Berit jetzt. Level up. Schön. Gut, dann wird das Thema aber auch erledigt jetzt. So, das Türmchen hatten wir gesehen vorhin. Von hier. Können wir uns hier eigentlich hinporten? Ja. Gut, aber von hier aus da hinkommen, weiß ich nicht. Ich port mich mal hier hin. Mit Jugebo. Bim, 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 bim. So, warte mal. Das Türmchen ist in... In welche Richtung? Ich gucke in die Türmchenrichtung. Da unten ist das ein Türmchen. So, von hier oben da hinten hinfliegen. Das können wir aber getrost knicken. Aber vielleicht von hier? So, und den darauf? Ich glaube, das kann ich genauso getrost knicken. Aber vielleicht kommen wir da ja auch so rauf. Und da ist auch noch so ein Schwebedingsbums. Ich glaube, da komme ich bloß nicht hin. Oder? Ah, doch, doch. Schön. Wunderbar. Wunderbar. Einmal kurz wieder, Lady. Das war's. Der Feind ist geschwächt. Und tschüss. Bring es hinter uns. Jetzt gebe ich alles. Keine Kaum. Genug. Tschüss. Es muss weitergehen. Schön. So, jetzt auch hier. Das mit dem Eis eben war ärgerlich. Man denkt doch nicht immer dran. Zumindest ich nicht. Schön. So, wir gehen gleich hoch. Erstmal reinstecken. Irgendwo. Alles klingt. Ich habe noch nicht eine Protosubstanz entdeckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Gibt's hier keine? Das fällt mir jetzt aber auch erst auf. Das wäre mal was Neues, ne? So, den Turm da haben wir aber auch noch nicht. Oder ist es der da hinten? Ne, ich glaube nicht. Der Turm direkt vor uns, den... Wir haben hier keinen Turm in der Richtung. Und hinter uns ist ein Kampf. Wahrscheinlich da oben. Kommen wir hier runter? Jo. Aber mal gucken, vielleicht ist er auch hier unten. Dann nehmen wir den mir gleich mit.
Der ist hier in der Höhle, glaube ich. Die Musik mag ich hier nach wie vor. Okay, vielleicht doch da oben. Oder? Weil hier in der Höhle ist. Was ist das hier für eine Höhle? Warte mal, wir gucken gleich nach dem Kampf. Der Kampf ist das jedenfalls nicht. Aber was ist das denn? Wie schön sieht es denn hier aus? Ich glaube, das ist irgendwas Story-Relevantes. Aber 100 pro. Hafen von Cosmo. Aber 100 pro. Es war sicher der Wille des Planeten, der euch hierher geführt hat. Früher wurde die Frucht als Ausgangspunkt für die Pilgerfahrten auf Cosmo Canyon genutzt. Hundert pro ist das hier wichtig für die Story. Okay. Es wird erzählt, dass sich seit alters her herumirrende Seelen in diesem Ort versammeln. Okay. Hätte ja sein können, dass hier der Kampf ist. Das ist bestimmt ein Portpunkt, ne? Ejo. In den Kampf und das andere Ding. Oben. Ja, die Story versuche ich ja nach Möglichkeiten, geht es ja nicht zu triggern, solange es ja noch was zu tun gibt. Klappt nicht immer so, wie man gerne hätte, aber man versucht es zumindest, ne? Gut, jetzt ist aber die Frage, wie kommen wir denn hier hoch? Ich meine, wir könnten versuchen, mit dem Ding da hochzuschweben, ob uns das was bringt. Aber da oben muss es sein. So renne ich ja nicht mal außen rum. Wahrscheinlich deswegen, weil man sonst zu früh hochsteigt. Ich wollte noch nicht hoch, ich war verwirrt. Die Steuerung ist teilweise aber auch echt überempfindlich. So wird das nichts, ne? Nee. Aber vielleicht von da. Warte mal. Also hier müssen wir hinkommen. Vielleicht kann man von hier hochlaufen. Nein. Wollt ihr nur darauf? Danke. So, von hier könnt ihr mich durchaus angehen. Ah, hier ist auch die Eule. Die Eule, wo ist sie hin? Die ist kurz so schnell weg, die ist bestimmt nach oben. Okay, gucken wir gleich. Hier muss der Kampf sein. Yep. Ja, hier ist er doch. Ich habe da ein ganz ungutes Gefühl. Seltene Griffon-Spezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Der Griffon ist eine Mischung aus Vogel und Säugetier. Aus der Luft stürzt er sich auf seine Beute, um sie mit seinen scharfen Krallen zu töten. Zahllose Überlieferungen zeugen davon, dass er schon sehr lange existiert. Allerdings haben seine Schwanzfedern eine halluzinogene Wirkung, weshalb es kaum präzise Beobachtungen über ihn gibt. Und diese seltene Spezies ist ein besonders unbeschriebenes Blatt. Das ist unsere Chance! Aber Achtung! Beim Datensammeln sollte man immer ein Auge auf seine Schwanzfedern haben. Kriegen wir hin. Elementare Schwäche ausnutzen und schon. Vergiss es! Jo, das machen wir ja schon. Nur kein Über. So, das wäre in diesem Fall Blitzi Blitzi. Wenn das heraufbeschworenen Wirbelsturm in der Umgebung loslässt, kann das schockanfällig gemacht werden. Okay? Und tschüss!
So, wir müssen mal. Ich leg los. Auf Ares Wechsel. Ist dir etwas schwindelig? Und los! Wegen Blitz? Das kriegen wir hin. Bleib das! Das macht das großartig! Los geht's! Tut mir echt leid! Los! Das tut weh! Ist dir etwas schwindelig? Du schaffst das schon! Roger, ich übernehme! Ich darf Bestimmung auf ihn rein! Was für eine Gelegenheit! So, einmal maximale Wut. Schuss und kein Schuss, Danny! Genau da gehörst du hin. Das tut ja schon beim Zuschauen weh. Schön. Nicht nachlassen. So, jetzt müssen wir nur noch blitten. Dann nehmen wir einmal das extra Magazin. Extra für dich aufgehoben, die 12. Und die maximale Wut hinterher. Ich durchlöcher dich wie ein Sieb. Da geht noch was. Hab schon vor, ich übernehme. Übernimm du. Jetzt zeig ich euch, was ich kann. So, nochmal Blitzer. Das schafft ich. Ich war gerade erwartet. Was ist das? Ist das alles? Zeit läuft ab, die Zeit läuft ab. Und nochmal. Geht's dir nicht gut? Blitz? Oh, hab. Tut mir echt leid. So, nochmal Blitzer. Ja, genau so. Geht doch. Shit. Das Kampfgeschehen hat uns viele wertvolle Daten beschert. Vielen Dank. Erledigen den Gegner innerhalb der Zeit, yo. Auch wenn das knapp war mit der Zeit. Och, Mensch, Shitley. Hey, Mai. Auch nicht besser. Was für eine Leistung, Cloud. Wie war es, gegen die Ungeheuer der Kosmoregion zu kämpfen? War ein Klacks, nicht wahr? Da genügt ein Blick auf die Kampfdaten. Nach deiner Meinung hat doch niemand gefragt. Außerdem befinde ich mich gerade in einer tiefgründigen Konversation mit Cloud. Dazwischen plappern ist unhöflich. Cloud. Auf dieses Mal habe ich wieder eine Kampfsimulation erstellt, der du dich gerne stellen darfst. Ja, da hat er ja auch so eine halbe Armee, ne? So, aber ich muss trotzdem nochmal hier zurück. Weil hier war ja auch irgendwo die Eule. Da ist sie. Die hier durch. Den hier rum, okay. Hier. Die hier drinnen. Jo. Da haben wir sie doch. Die ist aber wirklich gut versteckt, die Quelle. Aber gut, ging komm her. Danke. Naja, wir kommen besser voran als im Dschungel. Das muss ich zugeben. Schön, eine Quelle muss es noch geben. Kann das sein, dass der Cosmo Canyon das verheißene Land ist, nachdem Shinra so? Das glaube ich nicht. Der ist ja bestimmt bekannt hier. Der Cosmo Canyon. Aber halt, hier sind halt auch Cedra gewesen. Jo, das hier hätten wir soweit alles. Aktuell zeigt uns keine Aufgaben mehr an. Das heißt, uns fehlt der Turm hier noch. Jo. Jo, da müssen wir aber erstmal hinkommen in die Richtung, ne? Das ist jetzt ein kleines Stückchen. Würde ich sagen, wir porten uns zu dem Turm und marschieren erstmal in die Richtung. Und triggern wahrscheinlich auszusehen nebenbei die Hauptstory, aber da bleibt uns ja nichts anderes übrig. Weil wir müssen genau in diese Richtung. So, zwei und die da. Aber es wäre trotzdem schön gewesen, wenn man so richtiges Fliegen gekriegt hätte, ne? Mit selber starten, landen, in der Luft stehen bleiben, um sich besser umzugucken und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das wäre zu einfach. So, der Turm muss hier irgendwo sein. Da ist er doch.
So, nochmal einmal runter hier. Die müssen einmal beseitigen. Das war's. Der Feind ist geschwächt. Und tschüss. Was? Na ja. Genug. Bringen wir es hinter uns. Es ist geschafft. Okay, folgt doch nur den Turm hoch. Ah, ich sehe schon. Wir müssen hier hoch. Wir müssen wahrscheinlich von oben rauffliegen. Ja, aber gut, das ist nur ein kleines Stück. Das sollten wir wohl hinkriegen, oder? Trotz meiner miserablen Flugkünste. Siehst du mal. Einmal absteigen. So, Cloudy Boy, auch hier. Ah, es geht noch höher, wa? Aber gut, mal sehen, was jetzt noch kommt. Ein paar Sachen fehlen ja noch. Okay. Bim, bim, bim. Das waren jetzt drei Sachen. Da fehlt aber noch... Ja, vier Sachen. Das sind die Protosubstanzen, die fehlen. Die sind bis jetzt nirgendwo aufgetaucht. Aber gut, kommt vielleicht noch im Laufe der Story oder so. So groß ist das Gebiet gar nicht, wie es im ersten Moment aussah. Ist nur sehr verwinkelt. So, jetzt die Frage, ist das hier unten? Wahrscheinlich, da ist eine Haltestelle. Erstmal runter hier. Schön. Aber ich wünsche mir, dass jetzt nach dem Cosmo Canyon, wenn wir das hier durch haben, mal mit ein etwas längerer Storyabschnitt kommt. Also das wäre schon schön. Wir haben jetzt so viel Open World gemacht, auch im Dschungel, dass ich jetzt gerne wirklich auch mal einen längeren Storyabschnitt hätte. Mal so der Abwechslung halber. So, dich nehmen wir natürlich mit. Schön. Dann lass dich mal streichen, Kleiner. Ja, braves Hügelchen. So, und den müssen wir jetzt mal googeln. Ah, wenn das da oben ist, dann googeln. Irgendwie müssen wir da ja hochkommen. Okay, hier ist zumindest... Hier lauern bestimmt fiese Viecher. Seltene Basilisk-Spezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Der Basilisk kann durch Anpassung seiner Farbe mit der Umgebung verschmelzen. So nähert er sich unbemerkt seiner Beute. Shinra erhofft sich, diese Eigenschaft für Tarnkappentechniken einsetzen zu können und erforscht sie aktuell. Einige seltene Exemplare können ihre Haut darüber hinaus auch an Umweltbedingungen wie Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Lichtintensität anpassen und sich so neue Lebensräume erschließen. Wenn man so will, sind sie die Ninja von Cosmo Canyon. Im Kampf sind daher äußerste Konzentration und ein gutes Auge gefragt. Ah ja, okay. Schockanfälle, Schocken innerhalb des Zeitlimits. So, die müssen wir sowieso analysieren. Bin mal so frei. So, wirksam ist Frost. Wenn sich Basilisk unsichtbar macht, ändert sich die Elemente, gegen die er seine Schwäche hat. Greifst du mit dem richtigen Element an, wird er schockanfällig und kann sich nicht mehr tarnen. Oh Gott. Zeus, der Gute, hat gerade Feuer. Ja! Das war's!
Jetzt muss ich aber erstmal wieder ATB-Leiste kriegen. Kein Problem. Geht ja gerade drin. Jo, darf ich mich jetzt auch mal wieder bewegen? Danke. So, wir nehmen Eis. Der hier müsste jetzt gerade Feuer sein, oder? Hat der auch? Hab ich einen richtigen? Ja. Eiskalt. Das ist nicht sein Ernst. Der weicht in dem Moment aus. Das war's. So, nochmal. Und jetzt weich bitte nicht wieder aus, ja? Ich hab genug. Gut, ich hab ihn geschockt. Aber nicht schockanfällig. Es wird kalt. Bringen wir es hinter uns. Es ist zu nachlässig. Jetzt find da mal das Richtige, um mich schockanfällig zu machen, okay? Es hagelt! Volle Kraft! Und tschüss! Okay, probieren wir einfach Feuer. Verbrennen! Das war ein anstrengender Kampf. Nächstes Mal steht der Abschluss der Mission an. Dadurch, dass sie jetzt umso rot waren, dachte ich, sie hätten Feuer und Eis wäre das Richtige, aber offenbar nicht so ganz. Ausgezeichnete Leistung, Cloud. Damit sind die Kampfaufträge für die Kosmoregion abgeschlossen. Die Kämpfe mit den Ungeheuern waren allesamt genauso hart wie die raue Landschaft, in der sie leben. Ohne meine Unterstützung hätte es das ein oder andere Mal wirklich böse enden können. Genau, Mike. Bist du doch auch Meister. Die Daten, die wir den Kreaturen entnommen haben, ließen sich für eine neue Kampfsimulation verwenden. Sie steht dir nun frei zur Verfügung. Sag mal, ignorierst du mich? Danke, Shetley. Danke, danke, danke. Aber ich bin hier noch nicht fertig. Ich habe fehlt noch was, und zwar schockanfällig machen. Mach halt die Klappe. Hallo? Stimmt. So, dann probieren wir jetzt nochmal Feuer. Es wird heiß. Darf jetzt nicht schlapp machen. Bin ich jetzt dran? Shinra erhofft sich, diese Eigenschaft für Tarnkampftechniken einsetzen zu können. Und erforscht, dass manche seltene Exemplare können ihre Haut darüber hinaus auch an Umweltbedingungen wie Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Lichtintensität anpassen. Alles okay? So neue Lebensräume erschließen. Okay. Wenn man so will, sind sie die Ninja von Cosmo Canyon. Im Kampf sind das veräußerste Konzentration und ein gutes Auge gefragt. Ich fiebere hier richtig mit! Das ist aber auch schon mies. Gut, ich glaube, ich habe jetzt zufällig einen Blitzding getroffen, der gerade Wind hat, aber obwohl eine Analyse Eis steht, ist das immer anders. Mit Magie ist Fleisch, das tut mir echt leid. So, aber dann machen wir jetzt nochmal Blitz. Ist dir etwas schwindelig? Ja. Oh. Das ist nicht leiden für uns alle. Der ist für dich. Ist ja gleich vorbei. Und los! Flieg! Bis hier und nicht weiter. Achtung! So, die Nummer. Blitz. Blitzschlag, da! Da geht noch was. Du wirst bescheiden. Der ist für dich. Schön, zumindest haben wir es jetzt. Das ist ein echter Unterkampf. Auf so einen Sieg kann man sich echt was einbilden. Schön, das hätten wir auch. Gut, den füllen hier natürlich noch die zwei. Da müssen wir dann mal gucken. Das ist auf jeden Fall da oben. Die Haltestelle war hier unten. Was klappen könnte, wir von da. Müssen wir mal probieren. Ja, nimm doch mal deine Schokobofedern aus meinem Arsch. So, warte mal. Ey, warte mal, warte mal, warte mal. So komme ich ja wieder runter. Das will ich ja gar nicht.
Hier rein bin ich von gelaufen, ne? Ja, ja, da kam ich dahin. Aber ich will ja da hoch. Okay, das können wir hier knicken, wie ihr seht. Aber sowas von, aber vielleicht hier rum. Hier rum könnte vielleicht klappen. Keinen kommen! Wie seid ihr das? Habt ihr da gar nicht gesehen? Was soll das? Los! Dreckstück! Was? Das tut weh! Muss das beenden! Okay, nehmen wir nochmal Schwertsturm. Das war abzusehen. So, guck mal wieder her, mein Freund. Vielleicht finden wir unterwegs noch eine Haltestelle. Wäre ganz schön. Ah, könnte sogar stimmen, dass es hier lang geht. Ja. Diesmal kein Kristall, der hier hingeführt hat. Oder ich habe ihn nicht gesehen. Gut, den googeln wir mal. Kristall analysieren. X-Kästchen, Dreieck, X-X-Kästchen, Dreieck. Oh Gott. So, warte mal. X-Kästchen, Dreieck. X-X-Kästchen, Dreieck. Gott. Ich habe aber auch keinen Stift hier, um mir das aufzuschreiben. Okay. X-Kästchen, Dreieck. X-X. Ah. Na, schon habe ich vergessen. Das ist zu viel. Das kann ich mir nicht merken. Ich habe echt keinen Stift hier. Verdammt. So, einen kurzen Moment. Haben wir gleich? Ich mache mir kurz eine Textdatei. Also haben wir gleich. Es brecht bloß die Aufnahme nicht ab. Nein. X. Wie schreibe ich denn am besten? Kästchen. Okay, machen wir mal ein H für. H. Dreieck. Ah. Man kann natürlich keine Symbole machen, Mem. Einen Moment. So. X. Gasten. So. X nochmal. X nochmal. Also ich kann mir das so nicht merken, ich nicht. Den Kästchen Dreieck. Dafür habe ich ein zu schlechtes Gedächtnis. Und nochmal X. Den muss ich nur die richtigen Stellen treffen, anders geht das nicht. So, den mal nochmal. Dem. X, Kasten, Dreieck. X, X, Kasten, Dreieck. Ich bin bloß nicht schnell genug. Gut. Gott! Oh, X. Ja, ich hatte schon wieder zu spät gedrückt, weiß ich. Mensch! Oh, X, Kasten. Ich hab doch gedrückt! Junge, 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 das ist nicht mein Tag heute, du. X, Kasten, X, 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 Kasten, Dreieck, X. Hab doch. Was hatte ich denn vergessen? Das ist echt schon mies hier, du. Ich hab das Problem, ich kann nicht gleichzeitig hier auf dem Bildschirm im Spiel gucken und auf den zweiten Monitor. X, Kasten, Dreieck, X, 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 hab ich doch gedrückt, Mensch!
Junge, Junge, Junge. X3. Oh. Kasten war's. Es geht eh nichts. Also ich würde euch manchmal so gerne in den Arsch treten, aber echt. Das Kästchen. Dreieck, X, X, X. Ich hab gedrückt. X, Kasten. Dreieck, X, X, X. Alter, ihr könnt mir doch nicht erwarten, dass ich gleichzeitig die Tasten merke und die Position. Mensch, ich bin keine 20 mehr. X, Kasten. X, 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 Kasten, Dreieck, X. Geht doch. Was? Ich hab doch richtig gedrückt. Ich hab das. Okay. Ja, da kommt man aber auch durcheinander. X, Dreieck. Hä? Okay, es ist X, Kasten und dann kommt Dreieck. X, Kasten, Dreieck. Das Problem ist halt, dass es zu schnell geht und ich mir das so schnell nicht merken kann. X, Kasten, Dreieck. X, X, Kasten, Dreieck. Hallo? Nur weil ich eine Sekunde zu spät gedrückt habe? Willst du mich verarschen? X, Kasten, Dreieck. X, X, Kasten. Oh, das ist... X, Kasten, Dreieck. Ich drück... Ich habe jetzt gerade mal einfach testweise nur Dauer gedrückt, ne? Und trotzdem, er nimmt es nicht. Das ist... Oh, Mann. Ist mein Controller leer? Kann das sein? X, Kasten, Dreieck, X, 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 X. Ich hab's X gedrückt, Mensch. X, Kasten, Dreieck, X, Kasten, Dreieck, X. Hast du es jetzt? Oh, dass man immer erstmal merken muss, wenn was funktioniert. Das ist ja schlimm. Klingt zwar dämlich, aber Megan hilft. Das war alle Feinsten. Nee, nee, nee. Dank deiner Hilfe konnte ich die Analyse aller Kristalle aus der Kosmoregion abschließen. Ich muss gestehen, dass ich Vorbehalte habe, Neo Bahamut noch stärker zu machen. Ich weiß nicht, ob ich diese Entwicklung positiv finde oder ob sie mir Angst macht. Oh, aber dir fehlt noch die entsprechende Materie, wie ich gerade sehe. Versuch dich erstmal im Simulator am Kampf mit der Esper. Aber das klingt echt doof, aber das ist wirklich so bei mir. Umso mehr ich mich am Spiel aufrege, umso mehr ich auf 180 gehe, umso besser klappt das. Das ist ganz komisch. Ist eine dämliche Angewohnheit. Versuche ich auch zu unterdrücken, wo es nur geht. Aber leider ist es so. Es ist leider wirklich so. Ich weiß nicht, warum. Auch wenn es wirklich... Das muss doch auch hier oben sein, warte mal. Hier drin war nur der, ne? Oder ging hier noch ein Gang ab? Ne, hier war nur der. Oder? Naja, hier geht kein Gang ab. Okay. Den. Wie komme ich zu dem hin? Das muss auf jeden Fall ein Kristall sein. Hier hoch komme ich nicht, oder? Doch. Bringt mir das irgendwas? Nö. Das bringt mir gar nichts. Außer, dass ich hier nicht wieder wegkomme. Ich hab ein... Diejenigen, die schon länger geguckt wissen, ein miserables kurzer Gedächtnis. Also wenn irgendwann mehr als drei Sachen sind, dann hört es schon auf. Denn kann ich mir das nicht mehr merken. Es ist furchtbar, ich weiß. Aber Gedächtnis trainieren ist auch so eine Sache.
So, das hier, da oben waren wir auch schon. Ist auch nicht. Da kommen wir nur zum Turm hin. Also, wie komme ich da hin? Nee, hier auch nicht. Definitiv nicht. Nee. Hier kam ich wirklich nur zu dem Kampf. Ja, ja. Es ist auf jeden Fall da oben. Die Frage ist nur, wie komme ich da hoch? Das hier ist diese Schokobus-Sprungstelle, das weiß ich. Aber von hier kommen wir ja nicht wirklich weiter, ne? Ich habe schon geguckt. Da oben ist das Ganze. Aber ich sehe hier auch keine Kletterstelle oder so. Oder hier irgendwie ein Tunnel. Berg rein oder sowas. Mäh. So, ich will nur kurz gucken, ob es hier irgendwo reingeht. Aber ich glaube nicht. Nein, nein, da kommen wir wieder dahin, wo wir eben waren. Aber irgendwie muss man da hinkommen. Da waren wir eben drin. Und hier geht's nicht weiter. Okay, wie ich da jetzt hinkomme, ist auch noch so eine Frage. Das bringt mir nichts. Da waren wir eben. Auf jeden Fall war ich ganz offensichtlich noch nicht in der Nähe. Also sonst hätten wir eine Eule. Ach, Claudi. Nun hüpf doch mal hier runter. Keine Ahnung, wie wir da jetzt hinkommen. Es muss auf jeden Fall oben sein, da ich hier unten links so einen Höhleneingang sehe. Aber wie ich hochkommen soll, auch keine Ahnung. Wie gesagt, da kommen wir nicht weiter. Da oben muss es sein. Da. Hier ist so ein Ding, da ist so ein Ding. Boah, sag mir jetzt nicht von da hinten, wie soll ich denn darauf gucken? Sieht aber, Alter, aber ganz danach aus. Warte mal, das sieht da ganz nach wie ich aus. Oh, nimm dir mal einen Schokobon. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Sieht für mich so aus, als muss ich von da rüber. Aber wie ich da hochkommen soll, keine Ahnung. Also. Erstmal hier hin. Ich habe gedacht, ich kann da jetzt einfach nur in eine Höhle laufen. Thema Olli, wir können mit der Story fortfahren. Aber gut, so einfach ist es wohl doch nicht. Da drüben muss es sein, ne? Da ist ja auch der Turm. Ja. Einfach mal probieren. Von hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Auch wenn ich sehe, wir kommen von hier nicht hin. Wir kommen von hier aber darüber. Von da nach da und... Oh Mann. Eben bleibt ja keine andere Wahl. Das war nicht ganz so schlimm wie im Dschungel, aber... Ich möchte das wieder haben wie im Grasland. Das war schön. Dass man überall direkt hinlaufen konnte, es war auch super schön. Da hat man sich auch gerne die Landschaft angeguckt. So. Bin ich überhaupt noch richtig? Ich bin ja Kilometer weit weg. So, von hier kommen wir dann drüben hin. Waren wir da nicht eben schon mal? Nee. Was ist das? Dieb, dieb, dieb.
Gut, und dann füllen halt die vier Protosubstanzen, ne? Auch wenn ich nicht weiß, wo sie sind. Bis jetzt sind sie ja immer aufgetaucht, wenn wir die Türme gemacht haben, was sie jetzt nicht sind. Vielleicht muss ich erst die Hauptstory machen, wäre ja möglich. Ah, das werden wir schon erfahren. Auf jeden Fall sind wir jetzt dabei. Hier drin? Alles klärchen. Klaut, runter da. Schön, schön. So, den analysieren wir. Fünf Sachen fehlen noch, okay. Vier davon sind auf jeden Fall die Protosubstanzen. Der fünfte dürfte der eine Gegner sein, der noch fehlt. Cloud, ich habe den Aufenthaltsort eines fürchterlichen Wesens ermittelt. Genau das meine ich. Ein bösartiger Drache, der im Kosmos schlummerte, hat seine Flügel gespreizt. Wenn wir sie ihm nicht stutzen, stammt das Rot der Böden bald vom Blut seiner Opfer. Das meine ich. In jedem ist ja so ein Endbosskampf. Jö, die ist door. Ja gut, dann wollen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Und denen fehlen eigentlich nur noch die vier Protosubstanzen, wo wir aktuell nicht wissen, wo sie sind. Aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Ist hier eine Haltestelle? Ja, wir haben gerade Schokobo-Haltestelle angezeigt. Ja, ich höre hier auch irgendwo so einen kleinen Rumquietschen. Oder sind die das? Achso, das ist die da, die haben wir schon. Alles klar. Gut, hier wäre die Hauptstory. Dann haben wir hier aber fast alles. Wie gesagt, fünf Sachen fehlen noch. Das eine ist der Gegner hier unten. Und dann halt die vier Protosubstanzen, die aktuell nicht aufgetaucht sind. Dann müssen wir wahrscheinlich erstmal die Story weitermachen. Jo, und dann die eine Quest da oben. Ich weiß. Irgendwie traue ich mich da nicht mehr ran. Das hätte ich aber machen müssen mit die eigentlich. Gucken, und wir haben das Schatzversteck da ja auch noch. Aber wir haben die größten, also wir sind schneller durchgekommen als im Dschungel. Das ist ja schon mal was. Aber vorher sind wir erstmal am Ende. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye.